Ihr Spitzname lautet der Schwarze Blitz. Wie passend, mit Leichtigkeit springt der American Cocker Spaniel durch den Reifen immer und immer wieder innerhalb von einer Minute. So schnell, dass er das Rekordinstitut für Deutschland einen Weltrekord bescheinigt hat. Das freut Frauchen Jutta Gassmann hier in Bad Münder so richtig. Ich kann es selber immer noch gar nicht fassen. In Worte kriege ich, glaube ich, gar nicht gefasst. Also ich, als die Bestätigung vom Rekordinstitut kam, musste ich meine beste Freundin gleich erstmal anrufen. Da habe ich gleich erstmal ins Telefon geschrien. Und nachdem dann auch die Urkunde kam, das war einfach mega gut. Das war klasse, ne? Ja. Die Disziplin der meisten Hundesprünge durch einen Reifen innerhalb einer Minute wurde vom Rekordinstitut für Deutschland Anfang des Jahres neu erfunden. 20 Sprünge waren die Mindestvorgabe. Kein Problem für den Cocker Spaniel. Auf dem Messegelände in Hannover hat Jill den Weltrekord mit 43 Sprüngen aufgestellt. Es war eine Person, die gestoppt hat. Es war eine Person, die gezählt hat. Und es waren Zeugen dabei, die auch eine Erklärung abgeben mussten, unterschreiben mussten, dass das halt den Tag stattgefunden hat, dass es halt, ich sage ja jetzt mal, ohne Gewalt oder Sonstiges irgendwie stattgefunden hat. Ja, das waren die Dinger und natürlich der Reifen, der Hund, genau. Training, Training, Training. Darauf kommt es an, wenn man Rekorde aufstellen will. Deshalb haben sich die Hündin und die 51-jährige gelernte Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte intensiv vorbereitet. Im Springen durch den Reifen Bootcamp sozusagen. Also wir haben wirklich über ein Vierteljahr trainiert. Haben es dann auch zu Hause drin, ging es ja auch gut, haben wir das gemacht. Ist also, wo man darauf achten sollte, wenn man es so auf festem Boden macht, dass man halt irgendwie eine weiche Ding, also irgendwas runter macht, damit von dem Sprung her, also jetzt nicht auf harten Beton springen lassen. Und wir haben, es war ja noch, wo im Februar richtig der dicke Schnee war, wir konnten aber haben immer weiter geübt und wir haben jetzt wirklich immer, wir haben 6-mal am Tag, aber wirklich nur 5 Minuten. Nicht mehr, einfach nur kleine Schritte. Wer den Rekord von Jill knacken will, muss sich beim Rekordinstitut für Deutschland melden. 43 Sprünge müssen dann getoppt werden. Vielleicht knackt Jutta Gassmann den Rekord sogar auch selbst mit ihren Hunden, denn sie hat schließlich ein paar mehr davon. Es muss auch immer passen. Das heißt, ich habe auch 2 ganz ältere, für die wäre das gar nichts mehr. Die Jude, die ist ja auf dem einen Auge blind, das ist auch nicht ihr Ding. Die ist also mehr fürs Kuscheln in Altenheim. Und das wäre der einzige Junge, den ich noch habe, der das dann vielleicht sage ich, Mensch, nächstes Jahr, okay, probierst du es auch mal aus. Jetzt will die 51-Jährige mit ihren Hunden aber erstmal den Weltrekorderfolg genießen. Und das geht am besten beim Spielen mit ihren Lieblingen im Garten hier in Bad Münder.